Ja, Marie, wir bleiben im Thema Rechtspopulismus, oder? Ja, kann man wirklich so sagen, denn im Prozess gegen Marine Le Pen, die starke Frau der rechtsnationalen Partei Rassemblement National, hat die Staatsanwaltschaft jetzt 5 Jahre Haft gefordert. 2 Jahre davon sollen zur Bewährung ausgesetzt werden. Außerdem verlangt der Staatsanwalt den Entzug des passiven Wahlrechts für die Dauer von 5 Jahren. Le Pen will 2027 erneut bei den französischen Präsidentschaftswahlen antreten. In dem Verfahren in Paris geht es um den Vorwurf der Veruntreuung von EU-Geldern. Assistenten im Europaparlament sollen nur zum Schein beschäftigt worden sein.